Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, es geht heute nicht um Raumfahrt, auch wenn das ein Raumfahrtanzug ist. Und zwar sogar relativ echter. Wir sind heute im Deutschen Museum. Und in diesen kleinen, bescheidenen Räumlichkeiten, in denen wir uns befinden, geht es also darum, solche Dinge der Nachwelt zu erhalten. Frau Dr. Holzer, jetzt ist der Mensch natürlich, was jetzt Kunststoffe anbetrifft, immer darauf geeicht, dass die eigentlich dazu neigen, sehr, sehr alt zu werden und genau das Gegenteil von dem tun, nämlich kaputt gehen. Ne? Also sehr alt wird der Anzug vermutlich schon, aber er zeigt schon die ersten Spuren von Schäden. Man sieht ja irgendwie hier das Orange, Braun, Violett, Rosa. Das sollte er nicht, oder was? Der Anzug war ursprünglich komplett weiß und hat sich im Laufe der Jahre extrem verfärbt. Wie alt ist der? Der ist jetzt von 1991-92. Und zwar wurde er angefertigt für Klaus-Dietrich Flade, als er zur Raumstation Mir geflogen ist. Mhm. Im März 1992. Und dann hat er den im Deutschen Museum übermacht. Das war ein bisschen komplizierter, dass der Anzug herkam. Wir hatten ihn, also der Kurator für Raumfahrt, Dr. Matthias Knopp, hatte ihn angefordert, in dem Sinn von der Herstellerfirma NPP Svista in Russland, die diese Anzüge behalten, nachdem der Astronaut sie anzog. Und das hat ein Weilchen gedauert, bis er dann hier ins Museum kam und dann in die Ausstellung gleich. Ist natürlich schon toll. Jetzt ist es halt nur so, dass man bei Kunststoffen nicht mit Mottenkugeln arbeiten kann, beziehungsweise das Altern oder das Kaputtgehen kommt das nicht von außen, sondern es kommt von innen. Kann man da was unternehmen? Es ist so eine Mischung. Also es kommt aus dem Material selbst, aber auch von Umweltfaktoren von außen. Vom Licht halt, oder? Von Licht, von Feuchtigkeit, genau, von Schadgasen zum Beispiel aus den Materialien einer Figurine. Mhm. Solche Sachen sind, können auch also schädigend so, sein. So Ausstellungsvitrine gibt Gase ab, die dann auf so einen Anzug schädlich wirken? Das kann tatsächlich passieren. Also in dem Fall denke ich nicht, dass es so funktioniert hat, sondern dass ganz viel von dem Schaden aus dem Anzug selbst herausgekommen ist. Ja. Mhm. Aber es gibt schon sehr empfindliche Metalle beispielsweise, die extrem schnell korrodieren, wenn so Schadgase aus einer Vitrine kommen. Diese Vergilbung wird vor allem ausgelöst durch die innerste Schicht, ein Gummi, und die verschiedenen Klebstoffe, die auch auf Kautschuk basieren. Und überall dort, wo das alles sehr eng zusammen ist, wo viele verschiedene Schichten auch nochmal diese Gummischicht umfassen, ist die Vergilbung besonders stark. Also am Ellbogen, an den Schultern, an den Knien, da startet es erstmal. Das sieht man auch auf den Bildern, wenn die Anzüge sehr frisch sind, unter Anführungszeichen. Ja. Da ist drinnen nochmal so eine weiche Schicht drin, dass der Astronaut sich da nicht die Haut abreibt. Und genau, dann geht es halt weiter Stück für Stück, aber es ist immer extremer dort, wo man mehrere Schichten hat, wo die Schadgase nicht abdampfen können. Bewegung ist. Aber warum haben wir da Kautschuk hergenommen und nicht irgendein Kunststoff wie Polyisobutylen oder sowas? Weil es ist immer ein bisschen kompliziert, wenn man so natürliche Materialien mit Kunststoffen zusammenbringt. Ne? Also es ist schon ein natürlicher Kautschuk, aber kombiniert mit künstlichen Materialien. Mhm. Es ist auch also eine Beschichtung auf Polyamid aufgebracht und es ging eben darum, das besonders dicht zu bekommen. Und die Schläuche, die da so wegführen, verbinden ihn mit dem Raumschiff, dass er Atemluft bekommt, dass es ventiliert wird in dem Anzug, weil das ist auch wahnsinnig warm. Das ist wie wenn man so einen Laborhandschuh anzieht, danach schwitzen ja auch die Finger. Genau, so kann man das vergleichen. Gibt es da irgendwie Unterlagen oder muss man da, wenn man mit sowas dann umgeht, Learning by Doing oder es ist ja, was soll ich sagen, nicht ungefährlich, weil man dabei ja viel kaputt machen kann, ne? Ja, also bevor ich hier anfange, am Exponat selber was zu machen oder Proben zu nehmen, lese ich natürlich viel über die Art dieser Exponate, wie sie hergestellt werden. Und ich hatte auch viel mit dem Raumfahrtkurator zusammengearbeitet, der mir erklärt hat, wie das verwendet wird. Und dann gibt es jetzt ja heutzutage auch ganz viele YouTube-Videos, wo man schon sieht, wie die Astronauten einsteigen in diesen Anzug, wie die getestet werden, wie die dann manchmal später nochmal für Trainings verwendet werden und auch nass werden. Ach, sind das die, wo man unter Wasser einhergenommen hat? Oder sind das wieder andere, oder?
Also es kann einfach passieren, dass man nach so einem Raumflug im Wasser landet und dann, dann muss man dafür natürlich trainieren, dass mit so einem Anzug auch im Wasser. Wo haben Sie denn das gelernt? Beziehungsweise was sind Sie von der Ausbildung her, dass man an sowas jetzt wirklich mit dem genötigen Fachkenntnis herangeht? Ich bin Textilrestauratorin und habe das erst mal 5 Jahre studiert, 2 Jahre gearbeitet und dann noch mal 4, 5 Jahre meine Doktorarbeit geschrieben. Und der Raumanzug, das war quasi mein erstes Projekt direkt nach der Doktorarbeit. Da konnte ich dann so richtig alles anwenden, was ich bis dahin gelernt habe, noch mal verbessern, noch mal komplett durchdenken. Ja. Über was haben Sie eine Doktorarbeit geschrieben? Rang der Titel Doktorarbeit? Ich habe über das Glasfaserkleid hier aus dem Deutschen Museum geschrieben. Das ist jetzt auch gerade in der Sonderausstellung in der Museumsgeschichte. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Jetzt sind also hier hinter uns, ich finde ja ganz nett, Skistiefel, mit denen ich auch mal schon zu tun hatte. Mittlerweile haben sie musealen Charakter, wie ich sehe. Kommen die, oder sollen die irgendwann mal ausgestellt werden? Nein, das war tatsächlich von einem Kollegen aus dem Archiv, seine private Skistiefel. Wir haben aber Gott sei Dank der deutliche Hinweis Herstellungsdatum. Er wusste 1978 auch von welcher Hersteller. Und wir haben dann das Material untersucht mit einem Infrarotspektrometer, das ist ein Gerät, das wir da hinten haben. Mhm. Das heißt, für uns öfters startet damit, aus was besteht dieses Objekt. Hatten Sie gerade vorher auch mit der Charlotte gesprochen, Kombination aus mehreren Materialien. Ja, das ist sicher auch ein Fall, ne? Genau. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Materialien sind dran, 4, 5, oder? Ja, und öfters ist genau das, dass wir viele unterschiedliche Materialien, die dann auch unterschiedliche Anforderungen haben. Ein mag weniger Licht, ein mag weniger Feuchtigkeit oder Wärme oder genau was. Und dann muss man diese Zusammensetzung sich ein bisschen überlegen, auch wo es ist ausgestellt oder im Depot bewahrt. Was ist die vorherige Geschichte? War das genutzt? Ein Glasfaserkleid würde getragen oder doch nicht getragen? Ist ein Flugzeug geflogen oder doch nicht geflogen? Alles das macht einen Einfluss. Also was für ein Material, Vergangenheitsgeschichte und dann doch im Museum. Wir beeinflussen auch natürlich, wie wir es bewahren. Und das ist unsere Aufgabe, das so lang wie möglich zu bewahren. Ja, dann müssen wir irgendwann mal ausgestellt auch werden. Ne? Also nicht nur irgendwo in einem Archiv unter bestimmten klimatischen Voraussetzungen herumliegen, sondern ein Museum hat ja auch was mit anschauen können zu tun. Ne? Also auch im Archiv sind die Materialien verfügbar. Man muss nur hingehen und bieten, aber das ist tatsächlich... Ja, auch dazu muss man wissen, dass sie da sind. Gell? Ja, wir haben, gibt's Datenbanken und digitale Datenbanken. Also man hat fast in jedem Museum, würde ich denken, 85% ist hinter der Kulissen bewahrt, in Depots, und dann ist der restliche Teil ausgestellt. Es gibt natürlich rotierende Ausstellen, aber man kann nicht alles ausstellen, das wäre unmöglich. Ja, die Museen sind viel größer. Ja, aber das ist ja auch der Reiz von einem Museum, dass die Ausstellungen hin und wieder mal wechseln. Ne? Ja, und es aber ist... Aber was so interessant ist an Ihrer Arbeit, wenn unser eins an Kunststoffe und Plastik denkt, dann denkt er eigentlich daran, dass das irgendwas ist, was nicht kaputt geht und was das genau das Schicksal unserer Welt ist, dass halt in den Meeren halt Kunststoff rumschwimmt, der Jahrzehnte alt ist und der wahrscheinlich noch Jahrzehnte da drin sein wird. Und Sie sind nun jemand, der sich damit beschäftigt, wie man Kunststoff eigentlich noch haltbarer machen kann. Ja. Wie sind Sie denn darauf gekommen oder was muss man sich bei einer vorstellen? Was war da im Vorbau vorhanden? Also es ist tatsächlich, meine Laufbahn ist ein bisschen interessant, weil ich leider oder Gott sei Dank schon sehr viele Sachen gemacht hatte, von der Denkmalpflege zu anderen musealen Objekten, die jetzt nicht mit technischem Kulturgut zu tun haben und dann hier doch im Deutschen Museum mit technischem Kulturgut. Der Punkt ist immer eine Perspektive. Das heißt, wir forschen Exponate aus mehreren Gründen. Es kann sein, um die Vergangenheit besser zu erschließen. Wie würde es gebaut, mit welchen Materialien, mit welchen Techniken, aber auch welche Alterungserscheinungen schon antreten und dann, was könnte man dagegen tun, aktiv
oder passiv. Das heißt, wir haben alarmant viel davon. Wir haben viele Varianten davon, auch in Mischungen mit anderen Materialien. Und wenn unser Zweck nicht ist, 20 Jahre oder 5 Jahre, wie genau die Industrie das eher will, sondern wir haben einen anderen Anspruch, der kann noch länger als 100 Jahre alt werden, dann sind diese Materialien für uns leider sehr empfindlich und auch gar nicht dauerhaft zu betrachten. Ja. Das sind ja meistens eben der Sauerstoff in der Luft und das Licht. Die, wie sagt man, die veränderndsten Einflüsse, das heißt also, man müsste eigentlich das Zeug alles im Finstern aufbewahren oder mit irgendetwas überziehen, dass keine Luft mehr rankommt. Ne? Genau, es gibt Anoxie-Behandlungen, es gibt kalte Behandlungen, es gibt Schutzfilme, hatten Sie vorher gesagt, ja. Oder wenig Licht. Das heißt, genau hatten wir vorher auch gesprochen, im Depot ist die Mehrheit der Sammlung. Man kann genau überlegen, das ist auch typisch bei Textilien, dass man temporäre Ausstellungen hat und das Objekt vielleicht nicht lang präsentiert. Es gibt natürlich mehrere Methoden. Ein Kurator für Robotik hat mal auch die Überlegung, auf einmal zwei Objekte zu sammeln. Ein geht ins Depot, bleibt dunkel, bleibt frisch und das andere wird ausgestellt. Also da muss man natürlich clever denken, aber es gibt auch die Frage, wie kann man auch schon bei starten, wenn ich sammle, würde ich dann doch Materialien, die schon oder Objekte, die schon in schlechtem Zustand sind, eher vielleicht doch nicht sammeln sollen, weil dann bringe ich nur Probleme ins Museum. Und unser Zweck, zurück zu der Frage, wie bin ich dazu gekommen und was wollen wir? Was wir wollen tatsächlich ist, sowohl jetzt Charlotte Holzer lernt und forscht mehrere Monate an einem Raumfahrtanzug von einer Firma, die mehrere davon erstellt hat. Man hat an sich ein Fertigungsobjekt, eine Person hat es getragen. Also es gibt nicht so viel davon. Aber unsere Wissen, beziehungsweise ihr Wissen, kann man auch an anderen Museen weitergeben. Und das ist dann der Sinn der Sache, dass wir trotzdem versuchen, miteinander, sodass diese eigentlich öffentlich geförderte Forschung auch einen Mehrwert hat für andere Museen und dass wir nicht gleiche Schritte alle wiederholen müssen. Verstanden. Also ich weiß noch total gut, Damen und Herren, da war ich so ein kleiner Bub mit 6 Jahren, da waren wir beim Kaufhof am Stachus und stand unten im Keller so ein Extruder, der so kleine grüne Schalen gemacht hat, wie man es als Osterei-Ersatz oder als Osternest-Ersatz hernimmt, also grüne Holzwolle rein. Und das war für uns damals der Hit, wenn das rausgekommen ist und dann hat es eine Form gegeben. Und dann gab es in meiner Jugend Geschäfte, da stand dann immer Haushaltswaren drüber, sondern Kunststoffwaren, verstehen Sie das? Ja, das gehört mittlerweile aus der Vergangenheit an, obwohl der Stoff, der rauskommt, sehr dauerhaft ist. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir machen jetzt einen kleinen Raumwechsel, Damen und Herren, und dann möchte ich Ihnen im Nachbarzimmer noch ein bisschen zeigen, wie hier genau gearbeitet wird, nicht an was, sondern wie gearbeitet wird. Und da sehen wir uns dann morgen wieder. Schönen Abend, Servus. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.